Hallo, mein Name ist Marius Ebert und wie immer in meinen kleinen Videos möchte ich auch heute wieder einen Begriff klären, und zwar den Begriff des Qualitätsmanagementsystems, QMS abgekürzt, Qualitätsmanagementsystem. Ein Qualitätsmanagementsystem ist natürlich eine individuelle Sache, das heißt je nach Firma ein bisschen anders, aber es gibt drei, beziehungsweise wie wir gleich sehen werden, vier Grundelemente, die Sie immer finden. Das erste ist die Qualitätsplanung. Das zweite ist die Qualitätsprüfung. Und das dritte ist die Qualitätssteuerung. Was bedeutet das? Qualitätsplanung bedeutet Sollgrößen vorgeben. Qualitätsprüfung bedeutet soll und ist vergleichen. Und Qualitätssteuerung bedeutet dann die entsprechende Korrektur, wenn das ist vom definierten soll abweicht. Und jetzt gibt es noch ein viertes Element, das wir sozusagen als Basis sehen können, sozusagen unterstützend, begleitend oder auch einrahmend. Und zwar ist das die Qualitätsförderung. Denn die Mitarbeiter, die die Sollgrößen vorgeben, beziehungsweise den Soll-Ist-Vergleich machen, müssen sich natürlich weiterbilden, weil die Anforderungen steigen und sich auch ändern. Qualitätsförderung ist also mit anderen Worten Schulung. Ja, das war's zum Qualitätsmanagementsystem. Ich hoffe, den Begriff ein bisschen geklärt zu haben. Wenn Sie sich für mich und meine Methode interessieren, schauen Sie doch mal bitte auf www.spaßlerndenk.de. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.